Bei wunderschönem Sommerwetter ist Roden Motor am Ufer der Aare in der Solothurner Landschaft, um auf Einladung von Ford Econetic-Technologie zu entdecken. Econetic-Technologie ist eine Marke von Ford, die die verschiedenen Modelle, die besonders treibstoff- und schadstoffarm sind, zusammenfassen tut. Verschiedene technische Massnahmen, wie zum Beispiel ein automatischer Start-Stopp, eine energieoptimierte Servolenkung, ein Kühlflussmittelmanagementsystem, ganz ein schwieriger Begriff, und ein Eco-Mode, der einem anzeigen tut, wenn der richtige Zeitpunkt ist zum Schalten, beinhaltet. Aber auch weitere Massnahmen wie aerodynamische Optimierungen aussen mit einem kleinen Spoiler am Heck, der erst noch sportlich aussieht, aber auch ein Unterbodenschutz, der Turbulenzen reduzieren tut, und treibstoffoptimierte Reifen gehören dazu. Ein typisches Beispiel ist das Auto, das hinter mir steht. Das ist ein Ford Fiesta, der einen Treibstoffverbrauch von nur noch 3,3 Liter hat und CO2-Emissionen von 87 Gramm pro Kilometer. Die Econetic-Modelle sind praktisch auf allen Modellreihen von Ford verfügbar und heute sind bereits rund gut ein Dutzend Modelle im Angebot und bis Ende Jahr sollen es gemäss Ford rund 30 Modelle sein. Ford hat mit Econetic sehr viel vor. Das zeigen auch vor allem die interessanten Preisangebote, die gegenwärtig gemacht werden. Zum Beispiel ein Ford Fiesta ist als Listenpreis mit 22'350 Franken geführt. Mit allen Prämien, die gegenwärtig rund um die Lancierung gemacht werden, ist das Auto bereits ab 13'350 Franken erhältlich. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel der Focus. Der Focus startet bei knapp 30'000, 29'900 und ist für 20'690 in der Econetic-Version bereits erhältlich. Und schlussendlich selbst eine Nummer grösser, der Mondeo, der eigentlich 37'900 kostet, Liste, ist dann schlussendlich, ich muss immer nachschauen, weil die Prämien sind wirklich gross, 26'000 Franken. Also ein Neuwagen, wo man erst noch etwas machen kann für die Umwelt, wenn Sie uns die Zahlen nicht glauben, gehen Sie doch unbedingt mal bei einer Garage vorbei und überzeugen Sie sich selber. Felix Stockhaar für Road & Motor, Juli 2012.